Ist mir egal, machen wir das schon. So. Habe ich eigentlich auch friedlich? Ja, ich habe auch friedlich, natürlich. Hauptsache, ich erschrecke gleich. So, meine lieben Freunde, und willkommen wieder zurück zu meinem Part von Minecraft. Whee! Und ja, was machen wir denn heute? Keine Ahnung, Leute. Wir haben 16 Level, wir können theoretisch, könnten wir uns etwas machen, das ganz cool ist. Und zwar einen Enchanten. Aber nein, weißt du was? Ich hab was gefunden. Etwas ganz, 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 ganz cooles. Dafür brauche ich jetzt mal ein Snatch Seed. Das ist übrigens das Seed meiner Welt. Bla, bla, bla. Und so. Ich habe was gefunden im App Store von Android. Will es mal austesten. Mal gucken, ob das funktioniert. Wäre natürlich ganz cool. So, mal schauen. Warte mal. So, Fortress. So, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Und mal schauen. Das wäre schon ganz cool, wenn das funktionieren würde. Mal sehen. So. Das funktioniert wahrscheinlich auch, aber naja. Ich bin gerade was am Schreiben. So. Blablabla. Ihr seht ja, ihr müsst ja unbedingt irgendwie haben, wie ich rumspringe. Also ich würde es eher mögen, wenn jemand rumspringt, während er etwas anderes macht. Warte mal. Fortress. Nicht Team Fortress. Nein. Okay. Seed. So. Warte mal. 6, 7, 2, 9, 3, 7, 8, 3, 9. Okay. So. Und dann gehen wir mal kurz in den Nether. Ich will mal gucken, ob das funktioniert. Das wäre natürlich episch, wenn das wirklich funktionieren würde. Ich erkläre es euch gleich. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, aber scheint eine App dafür zu sein, dass es funktioniert, aber ich weiß ja nicht. F3. So. Haben wir das. Und jetzt. Okay. 78. Oder 7. Ja, warte mal. Hallo? 78 und. Warte mal. So. Hallo. Minus. Lass mich verarschen. Sagen wir nochmal 0. Okay. Feind. Okay. Hey, was? Fortschritt ist around 400 und 88. Okay, mal gucken. X 400 und 80. Das will ich jetzt mal kacken. Okay. 480. Das wäre natürlich episch, wenn das wirklich funktionieren würde. Aber mal sehen. Das wäre cool. So, müssen wir einfach mal ein bisschen so bauen. Und 80 wäre einfach in die Richtung, glaube ich. Ja. Okay. Aber ich baue mich jetzt erstmal so hin. Warte mal, haben wir? Ne, wir haben keine andere Spitzhacke. Schade. Okay. Ich sneak jetzt unterdessen einfach immer. Weil ich befürchte, dass irgendwo einfach mal ein Loch ist, oder dass es gerade ein bisschen leckt. Und dann fallen wir einfach mal in die Lava und das wäre nicht so toll. Nicht so toll. 480 waren das. Okay, 400. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, aber ich glaube, so viel Geduld haben wir, ne? Und ich könnte natürlich auch ein Thema haben, besprechen. Ja, was für ein Thema. Weißt du was? Da wir so lange Zeit, so viel Zeit dafür benötigen, ja, springen wir am besten gleich über die Zeit.
Und zwar, es ist gerade irgendwie das Einzige, was mir gerade anfällt, aber naja, Zeit. Was ist Zeit? Gute Frage, ne? Gute Frage. Immer mit so einer coolen Frage anfangen, das macht sehr guten Eindruck, ja. Sagen immer alle Lehrer so Aufsatz, total krasse Frage machen und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Auf der Sichelseite, so. Dann wäre es okay. Aber auf der sicheren Seite nicht ganz. Okay, gut. Naja, Zeit. Die Zeit. Man hat nicht unendlich davon. Nach einer Zeit stirbt man nämlich und Zeit ist so eine Sache. Es ist nämlich so, wenn, oh, cool, endlich. Okay. Ich glaube, hier werde ich mal so was hin tun. So, hier mal ein paar Fackeln. So, bla. Einfach mal ein bisschen übertreiben mit Fackeln, aber das ist ja nie so schlimm. So, perfekt. Hier ein bisschen Jump'n'Run Pro-mäßig hochkommen. So, und dann hier ein bisschen weiter hinbauen, damit man hier auch schön rüber kann. Okay, und ja, Zeit, was ist Zeit eigentlich? Zeit, wie kann man das definieren? Was ist die Definition für Zeit? Das ist etwas sehr Schwieriges, habe ich mal bemerkt. Und was ist eigentlich Zeit? Da Zeit, wie könnte man das definieren? Zeit, okay, es ist Zeit, es ist eine Sache an sich, es ist was wie Wärme und Kälte, wie kann man das beschreiben, es ist ein Gefühl eines Menschen und es kann Emotionen steuern, aber mehr kann man eigentlich, ich meine, das könnten tausende Sachen sein, wenn man das so beschreiben würde, aber Zeit, was ist denn das eigentlich? Also, wie kann man das beschreiben? Es ist, wie kann man das beschreiben? Wie kann man sagen, wie könnte man, typische Prüfungsfrage, wie könnte man Zeit einfach einem Alien erklären? Wie könnte man das dem definieren? Und das ist auch eben, was spinnst du eigentlich? Was ist denn das für eine... Geil, also ich liebe die App. Danke, App. Okay, Fortress Finder heißt die App für Android. Ich weiß nicht, ob das auch für Apple gibt. Ich habe leider kein iPhone mehr. Also, was heißt leider? Ich habe leider kein iPhone mehr. Sagen wir es mal so. Ich hatte mal ein iPhone, aber das ist ein bisschen putt und so gegangen. Leider. Na gut. Aber naja. Was soll ich sagen? Zeit. Man muss Zeit wirklich organisieren. Kann man das sagen? Ich weiß es nicht, aber man muss die wirklich fast kontrollieren. Wenn man Zeit nicht kontrolliert, dann kann man wirklich Probleme haben in dem Leben und das ist dann nicht so schön. Deshalb Zeit. Am besten ein bisschen managen, um das mal so gesagt zu haben, auf Englisch. Und ja, man muss das wirklich ein bisschen organisieren, man muss das wirklich einfach, ja, ich habe jetzt nicht unendlich Zeit, um dieses Video mal aufzunehmen. Also, ich brauche Zeit dafür. Und wir haben wirklich schon 9 Minuten damit verbracht, hier eine Fortress zu finden, aber es hat wenigstens funktioniert, das ist ja sehr schön. Also ganz ehrlich, ich finde die App super. So, wenigstens sieht man im Nether meistens wenigstens alles, also wenn man nicht gerade in einer Höhle ist, sieht man eigentlich, ich weiß nicht, sieht man eigentlich in der Höhle auch etwas, weil ich glaube, das können wir den ausschalten, sieht man in der Höhle eigentlich irgendetwas anderes. Ist das gerade mein Hund, der gerade ein bisschen rumkratzt? Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, es sieht mir nach einer kleinen, etwas kleineren Festung aus. Das gefällt mir nicht sehr. Schade. Ist kein Wither-Skelett, das ist super. So, das warten wir ein bisschen.
Okay. Und tada! Oh, ein bisschen Pilze können wir mitnehmen. Ist ja immer schön, wenn wir in Nether sind, dann haben wir schöne Pilze und. La la la. Okay, cool. Aber ja, Zeit ist eine Sache an sich. Also Zeit ist einfach eine Sache für sich selbst. Man kann sie nicht irgendwie anders machen. Und ich habe ja auch Zeitmaschinen mal angesprochen. In einem anderen Minecraft-Part war das. Ja, es war ein Minecraft-Part. Das ist ganz interessant, ich empfehle es euch auf jeden Fall. Ist auf meinem Kanal zu finden. Und ja, mal sehen, vielleicht werde ich noch die Playlist irgendwann noch updaten. Bin ja so ein fauler Typ nie. Aber naja. Haben wir das hier nicht irgendwie gerade Lava? Ist das. Wäre. Ich höre keiner so. Also. Naja. Trotzdem. So. Okay. Hä? Warte mal. Hier war doch diese Festung. Wo sind die Festungen jetzt hin? Hä? Warte mal. Moment schnell. Momentchen, Momentchen. Wo sind die Fel. Ach so, hier ist gar. Doch, hier hinten ist eine Festung. Hä? Weißt du was? Ist mir egal. Machen wir das schon so. Habe ich eigentlich auch friedlich? Ja, ich habe auch friedlich, natürlich. Hauptsache, ich erschrecke gleich. Na, cool, was? Warte mal, ist es. Du willst mich doch verarschen und es ist gerade hier oben. Gut, dann. Ah, spinn doch nicht rum, Maus. Gerade jetzt. Oh Gott. Hä? Ich glaube, wir müssen vielleicht ein bisschen weiter nach hinten gehen. Dann werden wir es vielleicht finden. So. Yes. Hallo. Hä? Wo ist denn das? Ah, so hier. Okay. Ah, schön. Schön, schön, schön. Können wir uns wieder nach unten bauen. Oh. Okay, gut. Wir haben gefunden, was wir wollten. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Alter. Okay, wir haben gefunden, was wir wollten. Wir hatten eine Fortress gefunden. Machen wir am besten gleich einen Screenshot. Warte mal. Ach, scheiße. Hilfe? Gut, wir haben einen Screenshot. Perfekt. So. Dann machen wir das wieder zu. Perfekt, haben wir das. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns einfach mal beim nächsten Mal. Und bis dann. Tschüss. Ich habe das Thema Zeit nicht gut aus angesprochen. Aber es war doch. Ja. Wie. Übrigens, einen Moment. Mich würde interessieren, wie würdet ihr Zeit definieren? Könnt ihr das überhaupt? Also, es wird eine Challenge sozusagen. Wenn ihr die schafft, dann freut euch mal sehen, ob das irgendjemand hinbringt. Definiert einfach Zeit. Und dann, ja, dann schaue ich mal. Es wird auf jeden Fall witzig. Vielleicht schafft ihr das sogar einigermaßen zu definieren. Ich kann es jetzt nicht unbedingt groß schnell definieren. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte eine Wette da. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann, tschüss, Disney und ciao.